So, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir machen gleich eine Schnellreise. Und zwar zum nächsten Kollegen. Oder? Komm, machen wir da eine Schnellreise, scheiß drauf. Wir wollten ja sowieso zum... Na, wie heißt denn? Wir wollten ja sowieso zum Friseur. Zu dem müssen wir ja auch hin, nämlich der hat auch Karten. Und die holen wir uns natürlich noch, um die anderen von dem anderen Kollegen Ado. Der Mensch braucht seine Sorgen, so wie das Schiff. So, dann laufen wir doch mal da gleich weiter. Ruhe ist nicht so viel. Hier war ja auch noch Zeug von mir gelegen. Wenn du einen Bauchtreffer kriegst und sich die Heringe in deinen Gedärmen verfangen, hast du keine Chance. Vollmer hat recht. Das nehmen wir natürlich noch mit. Und werden es aber verkaufen, Freunde. Komm, weißt was? Dann gehen wir nochmal hier rein und gucken mal, was in unserem Lager drin ist. Nämlich das, was wir nicht brauchen, nehmen wir dann gleich alles mit. Das finde ich bei Spielen so ein wenig doof, ne? Dass du dann immer überlastet bist, wenn du so ein richtiger Fan vom Looten bist. So, was haben wir denn hier? Wir nehmen... Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Ui, Stufe 8, die nehmen wir doch gleich mit. Und die Hosen? Stufe 39, ey, Junge. Ist beides das gleiche. Ja, dann können wir eine auf jeden Fall mitnehmen und dann verscherbeln. Sehr schön. Wir haben ja genug Geld. Genug. Na, was schon? Wir haben ja noch genug Platz bei uns. So. Was? Dann schauen wir mal. Gehen wir zu unserem Freund. Servus. Hey, ist Just da. Oh, scheiße, warte mal. Entschuldige, erst die Arbeit, dann das Vergnügen natürlich. Spielst du zufällig, Gwen? Oh ja, das ist meine Leidenschaft. Möchtest du spielen? Allzeit bereit, es kann losgehen. Wir haben ja ganz gut gelegen mit dem Kaiserreich Nilfgaard, deswegen werden wir die auch nehmen jetzt. Ah, und er nimmt die nördlichen Königreiche, okay. So, dann nehmen wir auf jeden Fall den schon mal weg. Sehr schön und uiuiui. Ui, ui. Ach, wir haben ganz, ganz schlechte Karten. Junge, haben hier schlechte Karten, ey. Die Frage, was ist das nochmal? Nahkampf. Die Nahkampfwaffe wäre nicht schlecht, ne, eigentlich. Komm, wir knallen die mal gleich hinterher. Ach, die hätte ich mal später machen können. Ach, das ist jetzt doof. Okay, dann kriegt er den noch. Und so kriegen wir doch noch die ein oder andere Karte. So, 3-0. So, dann können jetzt wir auch mal starten. Nein! Eigentlich schon sehr raffiniert gemacht. Nein, das ist auch nur Sonne. Verdammt. Nein, jetzt fängt er so arm mit an. Ey. Okay, warte mal, Freunde. Wir werden mal, wir passen mal. Warum? Weil wir es können. Natürlich auch alles wieder Taktik. So, wir haben zwei Karten mehr aktuell. Außer der kriegt doch wieder eine. So ist es.
So, Freunde der Sonne, dann kommt die mit der 7er daher. Oh, und ein Herz auch noch. Aber davon haben wir auch zwei, meine Liebe. Sehr schön. Weißt du was? Dann hauen wir den mal hin. Nein! Fuck. Shit, shit, shit. Was können wir machen? Wir probieren es mal mit der. Können wir die dann machen? Nein, geht nix. Gegner passt. Okay. Ist natürlich schlecht. Darum nehmen wir die Karte und ziehen die noch mit hinzu. Hauen dafür logischerweise die nochmal drauf. Dann führt er zwar ordentlich, aber wir bekommen auch nochmal starke Karten. Okay, wir werden die opfern. Müssen vermutlich. Oder wir nehmen... Komm, wir nehmen die. Und dann können wir noch eine hinzulegen. So ist es. Und zwar... Ja, den jetzt zeigen wir halt, den guten alten Wesemir, mein Freund. So, er hat leider eine Karte mehr. Aber ich hoffe, dass sich das noch ändern wird. Ich bin am Zug. Okay, dann hauen wir mal gleich die raus. Nein. Fuck. Shit. Nein, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ach, das war jetzt natürlich doof jetzt. Das war jetzt natürlich doof. Könnte sein, man weiß es nicht, könnte sein, dass ich jetzt dieses Spiel verliere. Und so wird es auch. Wenn ich richtig Pech habe, so wird es auch sein. Und die Karten helfen mir gar nichts, ne, Alter. Außer, komm, wir hauen die jetzt ihn nochmal hin. Daran natürlich einen Monster-Vorsprung hier. Oh, jetzt habe ich gedacht, das verdoppelt sich nochmal richtig. Ey. Okay, mein Freund. Dann hätte ich doch gesagt, haben wir den... raus. Und sie kommt mit einer 4er Karte daher. Wir haben halt noch mehr Karten. Wir haben halt noch mehr Karten. Deswegen werden wir jetzt die mal probieren. Jetzt wird's aber hier. Jetzt wird's aber nochmal richtig ordentlich spannend. 30 Punkte Vorsprung. Nee, nicht 30, ne? Doch, tatsächlich 30 Punkte Vorsprung. Das wären halt die Karten, ne? Wir haben aber noch... Wir werden mal nicht in unsere Karten reinschauen lassen. Nein, mit einer 6er Wesemir-Karte. Ach... Das ist natürlich sehr, sehr... Bitte, dann nehmen wir doch mal die. Und wir können uns noch eine aussuchen. So ist es, eine 7er Karte. Jo, nehmen wir die 7er Karte, logischerweise. Yeah!
Yeah! Und die 18er geht weg. Und jetzt führen wir! Jetzt führen wir! Und ich denke, das wird es auch sein. Oh, jetzt kommt er mit dem Königreich. Nein! Ist egal, Freunde. Ist egal. Hui. Was nehmen wir denn? Komm, wir hauen die mal raus. Obwohl, komm, wir lassen mal in unsere Karte schon. Anführerkarte, was ist das schon wieder? Zieh eine Karte vom Ablegestapel, das machen wir doch. Der da nur Scheiße, ne? Aber wir nehmen die. Ui, ui. Aber ich denke, das wird es gewesen sein. Dann hauen wir die Karte gepflegt rein. Ja, und wir haben gewonnen. Sehr geil. Dann machen wir doch auch mal hier mal halten. Passen. Yes, yes, yes. Also wir sind richtig stark, ne? Wir sind richtig stark. Bravo. Ein überzeugender Sieg. Glückwunsch. Sehr schön. Quest aktualisiert. Welche Karte bekommen wir? 25 Erfahrungspunkte unter anderem und... Ja, Win. Jetzt pass mal auf. Wir haben ja in der letzten Folge die Karte noch nicht mal angeschaut. Die wir bekommen haben. Hier anscheinend nichts. Hier anscheinend ebenfalls nichts. Skoyatel. Sind wir da so gut, dass wir die 6er-Karte draußen lassen können? Sind wir da so gut, dass wir die 6er-Karte draußen lassen können? Sind wir nicht? Deswegen hauen wir den raus. Aber die ist nicht schlecht, dann hauen wir die noch rein. Und natürlich noch die 2 6er-Karten. Junge. Okay. Boah, Draug, Alter. Monsterkarte 10er. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Und dann hatten wir doch noch einen. War das Fremde? Unterstützung. Die Karte haben wir auch mal rein, weil die wirklich nicht so schlecht sind. Die und die hauen noch mal mit rein. So, W, Sigrid, Sabrina, Sigismund. Die ist natürlich auch nie schlecht, ne? Auch nie verkehrt. Und die hauen wir auch noch rein. So, weißt du was? Aber welche war das nochmal von den anderen? Irgendwas mit V. Entschuldige, wenn ich jetzt hier nochmal nachgucke. Monster haben wir alle. War das Wannemar? Ne, es war doch Fremde. Okay, so einzigartig war die Karte auch nicht. Ne, Yavin. Entschuldige, Yavin. Dann möchten wir doch nochmal nachschauen. Entschuldige, Freunde. Wir haben schon wieder ganz woanders geschaut. Yavin. Vrende. Haben wir hier. Wies. Wir haben Sigrin, haben wir hier. Ja, wo haben wir den? Haben wir den überhaupt bekommen? Junge Gesandte, Wannemar. Hä, wir haben den gar nicht gekriegt, ne? Kann das sein?
Ja, das ist schon ein wenig gemein, oder? Das müsste doch hier sein, oder, Squirt Hill? Oder nicht? Sieht so nicht aus. Monsterkarte hat er nicht gehabt. Das war dann eher... Entweder Kaiserreich Nilfgaard. Ist es auf jeden Fall nicht. Oder nördliche Königreiche. Aber das ist es, glaube ich, auch nicht. Jarben. Zigrin. Okay, das ist jetzt ein kleiner Bug anscheinend. Okay, schade. Schade, schade, schade. So, besiege Lukas den Irren und nehme eine einzigartige Karte ab. Halt! Junge! Mein Freund, ich wollte ja noch was verkaufen. Hey, ist Justa. Ich wollte doch noch was verkaufen. Ich sehe mir gerne mal an, was du hast. Kluger Mann. Bei mir gibt es keine Durchschnittsware. Und zum Friseur wollte ich auch noch. So, was hat denn der gute Mann? 151 nur, uiuiui. Ja, dann haben wir auf jeden Fall das weg. Und das weg. 90 hätte der gekriegt. Siehst du, das Ding wollten wir noch umtauschen, ey. Okay, Skoja, Was schon? Kurz zum Friseur. Du bist doch gut mit der Schere. Kannst du mir die Haare schneiden? Das mache ich eigentlich nicht. Aber man soll ja keine Reisenden abweisen. Ich weiß nicht, mir gefällt nicht so die Frisur. Erstmal machen wir den Bart weg. Wir haben es, ja. Und als zweites muss jetzt dann die Frisur dran glauben. So. Los in den Zopf. Lang und offen war das nicht, Nina. Ne? Lang und offen? Komm, wir machen das mal. Dann gucken wir mal, was Sache ist. Schade, dass mein Charakter nicht so drehen kann, den Kopf. Allmächtner. Nee, wir machen was anderes. Schaut ja verwildert aus, du. Hier ist das noch. Seiden rasiert, oben kurz. Das ist das, wo wir es zuletzt gehabt haben. Ich glaube, wir machen mal das da. Ich glaube, das war so in Anführungsstrichen der Standard-Haarschnitt von ihm. Ja, so kann man es lassen, Freunde. So schaut's doch gut aus. Bis dann. Ein schöner Geralt. Ein schöner Geralt, jawohl. Unsere alte Frisur haben wir wieder, sehr schön. So, dann gucken wir mal auf die Weltkarte. Ich denke, wir machen noch das eine Spielchen. Aber dann müssen wir hier nach unten. Wenn es jetzt hier noch unterwegs ein Fragezeichen geben sollte, dann nehmen wir das mit. Aber wir hätten halt hier, ne? Dieses doofe Monsterlager. Wie können wir dem Herr werden? Das ist die Frage. Aber wir gehen jetzt erstmal. Den Kampf machen wir hier jetzt noch nicht. Ein Omen des Krieges. Weil, zu viel schlechte Erfahrung, deswegen werden wir eine Schnellreise machen. Der Mensch braucht seine Sorgen. So, vielleicht war das mit dem Monsterlager ja auch nur ein Bug gewesen damals. So, reisen wir hier hin. Und vielleicht können wir es jetzt machen. Aber wir waren da schon mal, ne? Ich weiß aber nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Wenn es ihr wisst, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Ich weiß echt nicht mehr, ob ich das schon gemacht habe. Also ich war an dem Ort, das weiß ich hundertprozentig. Aber ich weiß nicht, ob wir die Monster besiegt haben. Das ist jetzt auch die Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. So, Freunde. Hi. Waren wir hier schon mal?
Ihr habt den Eisbastard richtig gezeigt. Junge, waren wir hier schon mal? Du haust Lugos die Visage ein und rennst dann hier einfach so rum? Ich glaube nicht. Lugos? Scheiße, falsche Wohnung. Ach Gott, ich werde auch noch verklagt, wie ich ausfliegen soll. Halt, doch geht's neu. Ui, guck mal mit Vordach. Waren wir bei dem schon? Lugos der Irre, waren wir bei dem? Man weiß es nicht, wir gehen aber auf jeden Fall hin. Hallo, mein Freund. Geh zu deinem Freund Krach, wenn du reden willst. Bei dem waren wir gerade, Depp. Komm, wir fragen den jetzt mal ein bisschen aus hier. Reine Neugier. Warum nennt man dich den Irren? Bravo. Sehr gute Antwort. Vielleicht kommt er aus der Westvorstadt, man weiß es nicht. Zwei Clans auf einer Insel. Ist es nicht schwer, Nachbarn zu sein in solcher Nähe? Ein Nachbar ist jemand, der in der Nähe wohnt. Nicht jemand, der dir die halbe Heimat gestohlen hat. Die Ankret haben unser Land besetzt. In den Tagen von Harald dem Krüppel, vor 3 Jahrhunderten. Das ändert nichts daran, dass sie kein Recht dazu hatten. Ich werde Arzt Kelleg von Krach und seiner Brut befreien. Hat so ein bisschen was. Klar kann man es nicht vergleichen. Ein bisschen was mit dem IS, ne? Der ja sagte, nee, wer ist es? Nee, zwischen die Israeliten und den. Gott, wie heißen die nochmal? Auf jeden Fall, ihr wisst schon, die einen sagen, ja, das ist unser Land und ach, schieß mich tot. Ihr wisst ja, was ich meine. So, jetzt spielen wir eine Runde Karten. Gwind, kennst du das Spiel? Scheißen Möwen von Klippen? Zeig mal dein Blatt. Wir spielen um meinen Katakan. Da was? Dann zeig mal, was du drauf hast. Katakan? Ich glaube, das ist ein Ding, ne? So, was? Wir laufen richtig gut mit dem. Hab ich gewusst, Monsterkarten. Katakan ist ein Monster. Sehr schön, dann hauen wir mal den weg. Oioioi. Und dann hauen wir den noch weg. Sehr schön. Yes! Ich bin am Zug, das ist natürlich sehr schön. Und... Komm, wir machen dem mal gleich mal ein bisschen Druck am Anfang. Dass er was wird oder Chef ist im Haus. Gut, eigentlich er, aber wir sind... Was jetzt das Spiel angeht. Wow. Junge! Gut gekontert. Gut gekontert, mein Freund. Ja, ist der eklig. So. Was haben wir denn noch? Setzen wir die ein und bekommen natürlich 2 Karten. Das ist sehr schön. Nein! Boah! Was? Das lassen wir mal jetzt so im Raum stehen. Ah, 4er-Karte, okay. Klar, jetzt müssen wir kommen, ne? Mein Gegner passt. Scheiße. Entschuldige, warte mal. Entschuldige, Gesicht eingeschlafen. Mir ist der Controller runtergefallen, entschuldige. So. Weiter geht's. Na, immerhin. Der spielt auch viel mit Taktik. So, jetzt müsste ich wieder drankommen, ne? So ist es. So ist es, Freunde. Deswegen machen wir Folgendes. Nehmen wir die Karte. Hui. Hui, Jungs. Boah. Allzu Schwede.
Wir können aber gut kontern. Wir können sehr gut kontern. Nein. Dieser kleine Bastard, Alter. So, was? So geht mir aus den Augen. Nein! So, was du kannst, kann ja, du Zipfelklatsche. Boah, Freunde der Sonne. Okay, jetzt pass mal auf. Theoretisch können wir ja die nochmal nehmen, ne? Jetzt bin ich gespannt, ob das dann trotzdem noch funktioniert. Was macht jetzt? Jetzt geht er da oben hin. Hui! Okay, dann probieren wir es nochmal mit der Karre. Yes! Sehr schön, 22 Punkte Rückstand und dann kommt er mit dem daher. Alter Schwede, und dann kriegt er noch eine natürlich. Gegner passt natürlich. Ja, der hat ja keine Karten mehr. Okay, Freunde, jetzt heißt es natürlich. Ja, jetzt müssen wir erstmal mit der kommen, natürlich, klar. Das könnte halt richtig eng werden. Dann nehmen wir die nochmal. Knallen die hier unten hin. Sind zwar immer noch im Rückstand, aber wir haben ja die noch. Oh, und es langt nicht, Alter. Dann hoffe ich doch, dass die passen. Achter, Alter, das muss doch klappen, oder? Nein! Shit! Gewonnen! Kannst gerne wiederkommen. Ja, sind wir doch schon da. Geh zu deinem Freund Krach, wenn du reden willst. Lust auf eine Partie Gwent? Klar! Dann zeig mal, was du drauf hast. So, jetzt guck mal, die haben 181, der hat 163. Ja, dann nehmen wir natürlich die. So, Gegner beginnt natürlich wieder. Ach, was habe ich wieder für doofe Karten, ey. Boah, wieder so übelst schlechte Karten. Was ist das für ein Vogel? So, was ist nochmal der Eisfuzzi da? Nahkampf, okay, das ist nicht schlecht. Dann hätte ich gesagt, probieren wir es doch mal gleich mit ihm. Hab da jetzt natürlich schlechte Karten bekommen, um ehrlich zu sein. Wieso kann ich jetzt hier keine aussuchen? Was dir führt ja. Deswegen werden wir ihm die Karte hinhauen. Und nehmen dafür noch die Karte mit. Ich meine, besser als gar nichts, ne? Und wir halten. So, jetzt halt die Frage, ne? Der hat halt noch nicht seine guten Karten rausgelegt, ne? Die Frage, hat er keine auf dem Deck oder wartet das ab? Ah, dann kommt er jetzt daher damit. Der Zipfelklatscher. Junge! Nein!
Der kommt immer mit dem gleichen Trick, ne, der kleine Hund. So, mein Freund. Gegner passt. Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich muss die Karte nehmen. So, meine Freunde. Ich bin am Zug. Ich hätte die später ziehen sollen. Das ist jetzt das kleine Pech hier. Was? Wir ziehen die nochmal. Und dann gucke ich mal, was es sieht. Okay, hier kommt in der 5er Karte, wird verdoppelt. So, versteckt alle Einheiten der Reihe um 1. Sich selbst ausgenommen. Das ist gut. Na, dann behalten wir das doch erstmal. So, dann knallen wir doch erstmal die rein. Das könnte jetzt spannend werden, aber nicht, wenn der das so ein Mist hat. Hat er gemeint. Ich werde jetzt, denke ich, nur noch Nahkampfkarten haben. Ach Gott. So, Freunde. Ja, wie sie mir, alte Hütte. So. Der hat massig Vorsprung, Junge. Der Gegner passt. Dann hauen wir die Karte noch rein. Jetzt muss ich halt hoffen, ne, dass der die 10er Karten nimmt. Nein, der nimmt die größere wieder. Ey. Boah, Junge. Ey. Alter Verwalter. Gewonnen. Kannst gerne wiederkommen. Wieso ist der jetzt so schwer zu besiegen? Geh zu deinem Freund Krach, wenn du reden willst. Lust auf eine Partie Gwind? Klar. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ich bräuchte vielleicht noch eine andere Anführerkarte. Da gucken wir jetzt mal nach, was wir da alles haben. Zerstört die stärksten Fernkampfwaffen des Gegners. Zerstört die stärksten Belagerungen des Gegners. Nee, wir brauchen... Die bräuchten wir, ne? Belagerung, Fernkampf. Ich hätte die Nahkampf gebraucht. Aber wir nehmen mal die. Und probieren einfach nochmal unser Glück mit den Karten. Der hat Monsterkarten, ne? Ach, was? Wir haben jetzt gar keine von denen. Wir hauen den raus. Und wir hauen... Sonne könnte man nur raushauen, ne? Ach, hat alles nichts gebracht. Ach Gott. Aber wir haben eine gute Anführerkarte. Jo, beginnen wir doch gleich mal mit der, ne? Dann weiß er, was Sache ist, der Kribbel. Sehr schön, das freut mich natürlich. Du kleiner Hosenscheißer. So. Das ist natürlich Nahkampf, ne? Müsste das sein, so ist es. Dann warten wir mal ab, hat er gemeint. Und setzen mal die ein. Du kleine... Ach Gott, verstehst. Okay, mein Freund, du hast es nicht anders gewollt.
Wieso passt der jetzt? Weißt du was, dann hauen wir den rein. Und jetzt muss er nämlich kommen. So, wir haben eine Karte mehr. Dann hauen wir doch gleich die Belagerungskarte raus. Ja, das war natürlich auch klar. Aber wir haben auch starke Karten, mein Freund. Hui, jetzt habe ich aber Angst. Ich habe zum Glück die klirrende Kälte. Wir lassen den jetzt da mal ein bisschen spielen. Oh. Ja, wir lassen mal seine Spielchen spielen, einfach. Die klirrende Kälte, die werden wir, denke ich mal, zum Schluss werden wir die rausknallen. Oh, okay. Weißt du was? Wir nehmen jetzt mal die Karte. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der Plan aufgeht, ne? Wenn nicht, habe ich jetzt gleich ein richtiges Problem. Und der Gegner passt. So. Dann, liebe Freunde, nehmen wir mal diese Karte. Und dann schauen wir mal, was übrig bleibt. Da haben wir nämlich die 10er-Karte weg. So ist es. Schon haben wir gewonnen. Haha. Ja, wir sind schon ziemlich stark, ne? Kann man nicht anders sagen. Wir sind ziemlich stark und wir passen natürlich. Und wir haben gewonnen. Mit 2:0 haben wir erledigt. Geil. Sehr schön. Freue ich mich. Ich würde dich gern aufschlitzen, aber dann heißt es, Logos wäre noch irrer. Nimm den Katakan und verschwinde. Yeah. Quest aktualisiert. 25 Erfahrungspunkte, liebe Freunde. Vampir Katakan. Neuen Gegenstand erhalten. Und Emir Faemra ist auch noch erhalten. Und die Quest abgeschlossen. Sehr geil. Wir schauen jetzt doch nochmal rein hier. Jetzt ist es auch wurscht, haben wir auch fast 40 Minuten wieder. Den guten alten Katakan. Das ist, glaube ich, eine Monsterkarte. Vampir Katakan, genau. Den rüsten wir mal natürlich da rein. Genau, Emir Faemreis haben wir jetzt. Da haben wir doch. Also, wir haben alle Karten von Emir Faemreis. Yes! Yes! Sehr, sehr starkes Kartendeck. Geil, freue ich mich natürlich wie eine Kartoffel. Sehr schön, dann hat es sich richtig gelohnt. Liebe Freunde, wir machen hier eine Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage bye bye zu The Witcher 3. Euer Franconia, servus.